Hallo, ihr Lieben. Also wir sind jetzt hier bei unserer ersten Ausfahrt während oder nach der Corona-Zeiten. Also es ist jetzt wieder offiziell gestartet. Und wir haben uns jetzt für eine Ausflugsfahrt entschieden, die wir jetzt total über den Haufen schmeißen. Naja, nicht total über den Haufen, die wir abändern. Das ist ja das Schöne am Wohnmobilfahren, dass man da auch flexibel ist, nichts gebucht hat und hinfahren kann, wo man will. Genau. Und zwar hat sich unser Plan geändert, weil im Helle geht es nicht ganz so gut. Aber ich habe kein Corona. Davon gehen wir aus. Also es würde uns überraschen, wenn wir es hätten. Also wir haben hier ganz ruhig übernachtet. Ja. Und zwar am Friedhof. Ja. Die Plätze waren noch überall zu. Ja. Und wir sind jetzt, haben uns jetzt dann am Friedhof hingestellt und das war jetzt eine ganz entspannte Nacht. Und jetzt fahren wir nach Ladenburg. Also wir wollten ursprünglich nach Schwetzingen. Ja. Dann mit dem Fahrrad zum Spargelhof fahren und euch noch etwas von Schwetzingen zeigen. Das hat sich jetzt erledigt. Wir werden nicht Fahrrad fahren vermutlich. Wir holen uns jetzt einen Spargel hier in Rheinland-Pfalz, sind wir jetzt mittlerweile angelandet. Mhm. Und fahren dann anschließend nach Ladenburg. Und da werden wir sehen, wie wir die Zeit verbringen. Ja, genau. Also so ist jetzt auf jeden Fall mal der abgeänderte Plan. Aber wer weiß, vielleicht ändern wir das wieder ab und machen wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall frühstücken wir jetzt mal, weil da freue ich mich jetzt drauf. Ja, und 8 Wochen haben wir nichts gehabt, ja. Und an dem Tag, an dem es losgeht, bin ich nur noch eingeschränkt benutzbar. Ja, aber es geht ihm heute schon wieder deutlich besser ja, als gestern. Ja, gestern war schwieriger, ja. Ja. Also, ihr bleibt am Ball, würde ich einfach sagen. Ja. Und wir zeigen euch nur ein bisschen was von unserer Ausflugsfahrt und schauen, dass wir ein paar interessante Dinge trotzdem einfangen können. Genau, so machen wir das jetzt. So, und jetzt frühstücken wir, oder? Ja, genau. Ja. Genau, schau, ich habe mein Brot schon gerichtet. Mhm. Wow, ist das ein schöner Spargel. Wunderbar. Da freuen wir uns drauf, oder? Es gibt jetzt eine Spargelschlacht die nächsten Tage. Ich freue mich auch. Lecker. So viel Spargel. Super. Ja, und Helle macht das nämlich richtig gut. Ich freue mich drauf. Verstehe mich schlecht. Also heute gibt es Spargel. Ein paar Kartoffeln brauchen wir auch dazu, obwohl wir genügend Spargel haben. Der ist heute früh gestochen worden in Rheinland-Pfalz. Und wir stehen jetzt in Ladenburg. Und zu meinen 3 Lieblingsgerichten gehören Kartoffeln, Rosenkohl und Spargel. Weil ich das so meditativ finde, wenn man eins von den 3 schält. Und die Ursi beklagt sich immer, dass es dann zu viel zum Essen gibt, weil ich da gar nicht aufhören kann damit. Und ihr seht jetzt da, mit den Spargel habe ich genug zu tun. Und nachdem wir ja zu den Spargel auch so eine Art, so eine kalorienreduzierte Art Sauce Hollandaise dazu machen, Eigenkreation vom Helle. Richtig. Und mit ein bisschen Weißwein verfeinern, halten wir uns auch gerne an die Regeln, dass man nur guten Wein dafür verwendet. Und ob der gut ist, das müssen wir, bevor wir zum Essen verkochen, erstmal ausprobieren. Gell, Ossi? Ja, also zum Wohl. Zum Wohl. Sehr gut. Ja.
Und ein ganz berühmter Fernsehkoch hat es nämlich mal gesagt, zu einem guten Essen gehört ein guter Wein. Unterhalten wir uns gerne dran. Ja, bei solche Sachen, an solche Ratschläge halten wir uns immer gerne. Super, haben wir das Essen hinkriegt. Alles etwas umständlich, aber... Und nicht optimal. Zu Hause ist es einfacher. Ja, ist ganz klar, hier hat man eher weniger Platz, aber ist doch gut. Ja. Ich freue mich jetzt drauf. Schaut mal, wie wir heute übernachtet haben. Es war vollkommen ruhig. Richtig schön war es hier. Wir stehen nämlich jetzt auf einem Bauernhof, der allerdings privat ist. Mhm. Und wir sind hier auch nicht ganz alleine, sondern wir haben uns hier mit Iris und Uwe von Iris und Uwes Wohnmoment getroffen und sind gestern schon ein bisschen gemütlich zusammengesessen. Genau. Und genau stehen wir in Salem. Mhm, das ist also am Bodensee. Im Bodenseekreis. Mhm. Und jetzt im Moment haben wir einen etwas düsteren Blick auf den Zentis. Düsterer? Ja, weil es vernebelt, also noch ein bisschen dunstig oder so, ja. Einen dunstigen Blick auf den Zentis, ja. Ja, aber man kann ihn erkennen, mit der Kamera sicherlich nicht. Ja, also wir können ihn erkennen und ja. Und jetzt haben wir vor, eine kleine Fahrradtour zu machen. Jetzt wollen wir ein wenig nach Salem fahren und da ein wenig, ja, einfach ein bisschen die Beine vertreten, oder? Mit dem Drahtesel.
Genau. Also, wir melden uns dann immer wieder mal Ja, jetzt pass zwischendurch. mal auf. Ja. Ah. Die Ursi hat noch was vor. Ja. Schaut mal. Hoi. Ich sage euch, das duftet. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin und das Fenster vom Güstel aufgemacht hat, ist mir so ein richtiger Schwall Heuduft in die Nase gestiegen. Das war so schön. Echt toll. Gell? Und Jo. jetzt, okay, dann fahren wir jetzt. Du kannst ja vielleicht noch einen Schwenk machen, oder? Schauen wir mal, was die anderen beiden Ach, dann. machen. Wupp. So, jetzt kannst du mir ein Heu schmeißen. Hinter der Kamera. Da hinter mir, hinter meinem Rücken. So. Oh, Holzbestrecke. Holzbestrecke. So, dann überholen wir mal den Uwe. Ha! Ja. Ui, 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 ui. Einsteigen. Und dann geht schon los. Und es ist natürlich ziemlich anspannend, wenn da alle Kameras auf mich gerichtet sind. Ja. Ja, wenn ich da unter Beobachtung stehe. So, Aufnahmeknopf drücken ist ganz wichtig. Fliegen wir ein Stück weiter, geradeaus. Jetzt kannst du hier anfangen, das da unten so ein bisschen nach unten zu neigen. Das ist jetzt ein bisschen stark eingestellt. So, jetzt wollte ich Stopp machen. Jetzt habe ich sie ruckelig, aber. Wo ist jetzt? Okay. Ich muss langsam zurück, weil jetzt war jetzt gar nicht durch. Das können wir jetzt gerade nochmal probieren. Wo ist das? Das ist das, ja. Thank you.
So, und jetzt hol ich es runter. Ja, jetzt kommt. Endcatch. Hm? Wo bist du? Na, auf die Seite kommen. Mit der Hand runter. Wenn es jetzt abhauen will, den Hebel komplett nach unten. Aber komplett nach unten ziehen. Komplett nach unten. Komplett nach unten. Halt, halt. Muss aufpassen. Muss unten lassen. Nicht, dass sie dann wieder weg will. Aber ich bin gerade dran. Kein Blut. Uwe, hast du mir gezeigt. Bist mein Held, Uwe. Und meine Finger verdanke ich dir. Das ist noch ein paar Mal übel. Das muss sicher gehen, wenn man es braucht. Cool, echt cool. Probier gleich nochmal. Also, probieren wir es gleich nochmal. So, Achtung, fertig, los. Der muss halt. Genau. Du musst aufpassen, dass du nicht so machst. Aha. Sondern dass du halt wirklich so hart runterläufst. Das muss man sich denn. Es geht aber, es hat's leider. Also, das war schon bis jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und wie geplant, wenn ich schon mit Uwe unterwegs bin und wie ja auch viele von euch mir den Tipp gegeben haben, haben wir natürlich auch fleißig mit der Drohne geübt. Vielen Dank für die, für die vielen Tipps, die du mir gegeben hast. Und vor allen Dingen dann die Abschlussprüfung. Das war natürlich schon eine Herausforderung, da durch die Bäume durchzufliegen. Ja, wenn man das Level entsprechend erreichen will, braucht man die entsprechende Prüfung. Ich habe es erreicht, aber auch wieder nur dank den Tipps, die du mir dazu gegeben hast. Ganz schön. So. Leider sind die schönen Tage jetzt wieder vorbei. Nicht nur vom Wetter, sondern auch von unserem Aufenthalt. Wir fahren jetzt nämlich wieder Richtung Heimat. Mhm. Wir haben wunderschöne Tage hier, ja. Ruhige, entspannte Tage. Das Wetter hat optimal gepasst, nicht zu heiß, nicht zu kalt und trocken, nee. Was sich jetzt mittlerweile ändert. Jetzt ist es wieder ein wenig ruhiger geworden. Ja, aber, es fängt nämlich jetzt gerade an zu regnen und ja, man hört es ein bisschen auf das Blätterdach. Das ist hier ein wunderschöner Kastanienbaum und da hört man jetzt schon alle so drauf tropfen. Und wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, gebt uns einen Daumen nach oben. Beim nächsten Ausflug, wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert unseren Kanal. Mhm. Und schaut uns auch an, nicht nur abonnieren. Ja, bleibt gesund und macht es euch selber schön. Ja. So wie wir uns es auch weiterhin schön machen. Ja. Und sonst gibt es jetzt eigentlich nichts zu sagen. Nein, gell? Wir sagen jetzt einfach. Wir sagen jetzt tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.